Einfach eine wunderbare Leistung, die sie da in dieser Spielzeit gezeigt haben. Den sicheren Aufstieg in der Tasche. Und nun winkt bei einem Sieg auch die Chance auf den Ligatitel. Und da darf man ja durchaus zuversichtlich sein. Ein paar Spiele gibt es ja noch zu spielen. Espen Schönberg heißt der Unparteiische des heutigen Spiels. Stadion. Die Fans freuen sich auf diese Begegnung und die Spieler sind natürlich auch gespannt, wer die taktischen Marschrouten des jeweiligen Trainers besser umsetzen kann. Er ist einfach zu früh losgelaufen und zwar ins Abseits. Der Ball geht ins Tor aus und deswegen gibt es Abstoß vom Kasten. Gute Übersicht. Im richtigen Moment ist er am richtigen Ort. Und der muss drin sein! Der Assistent entscheidet abseits. Bleibt in Ballbesitz. Jetzt könnte es gefährlich werden. Abseits. Er ist einfach zu früh gestartet. Er sucht Luis Suarez. Piszczek. Kiel. Nur Abstoß. Es gibt so wunderschöne Flanken. Hier haben wir das Gegenteil gesehen. Der Gegner hat den Ball schon wieder. Gutes, schnelles Passspiel. Gündogan. Und es entwickelt sich eine Möglichkeit. Müsste er angespielt werden. Luis Suarez! Wir alle wissen es. Er weiß es jetzt auch. Wieder einmal. Das ist sein schwacher Fuß. Aber Manni, auch mit dem schwachen Fuß, also das geht schon besser. Lajkowski bewegt den Ball. Und das sieht nach einer guten Torchance aus. Die Flanke kommt gut. Achtung! Unglaubliches Tor! Das Ganze jetzt nochmal von einer anderen Kamera eingefangen. Danke an die Regie. Suarez.
Blazikowski. Trainer ist sauer. Da fehlt jegliche Konzentration bei diesem Zuspiel. Köttl. Also das darf überhaupt nicht passieren, in dieser Situation den Ball zu verlieren. Und jetzt haben sie die Chance. Er sucht Luis Suarez. Pichet. Marco Reus. Die Erwartungen sind hoch. Kann er sie erfüllen, Frank? Die klassische Anspielstation. So musst du vorne drin im Zentrum arbeiten, die Mitspieler sehen und dann auch bedienen. Da hat das Timing nicht gestimmt, deswegen abseits. Suarez. Genau richtig eingeschätzt, diese Situation der Keeper. Er kann den Ball halten. Reus. Erfolgreicher Zweikampf. Schon im Mittelfeld holen sie sich den Ball zurück. Steht es unentschieden und das heißt, bei diesem Spielstand ist der Titel noch nicht gesichert. Also wenn Sie mich jetzt fragen, wer hier als Sieger vom Platz geht, ich sag's Ihnen, ich weiß es nicht. Hummels, das wissen wir jetzt schon, von ihm kriegen wir heute wieder gnadenlose Zweikämpfe zu sehen. Achtung, hier bahnt sich vielleicht was an. Suarez. Sehr gute Flanke. Blazikowski bewegt den Ball. Der Bursche ist wirklich pfeilschnell. Und wie will man den dann verteidigen? Suarez. Eine Rangelei um den Ball. Hummels. Gündogan. Ja, hier könnte sich eine Chance entwickeln. Das muss es sein. Klar. Und der Ball ist drin. Das war vielleicht der wichtigste Treffer der Saison. Wenn Sie heute die Führung übers Ziel bringen, dann sind Sie Meister. Ein solches Kopfballtor, das siehst du auch nicht alle Tage. Guck dir das an. Unfassbare Technik. Klasse. Tja, wir haben mehrere Kameras im Einsatz. Der Beweis folgt hier. Ja, 20, 30 Zentimeter höher als alle anderen und dann zappelt das Ding. Klassiker. Das bedeutet Rückstand für den FC Liverpool. Also da wäre der Pass für den Mitspieler die bessere Variante gewesen. So schießt er aus der Distanz und verursacht überhaupt kein Problem für den Keeper. Tja, da scheint keiner vorbeizukommen. Blazikowski bewegt den Ball. Gündogan. Erstmal nur abgewehrt. Können Sie die Flanke verwerten? Blazikowski! Und er ist drin! So kann das heute wirklich was werden mit dem Meistertitel. Schon wieder einen reingezimmert und jetzt komfortabel in Führung gegangen. Diese Mannschaft strotzt im Moment ja geradezu vor Tatendrang und Selbstbewusstsein. Jetzt sind die anderen aber fix und fertig. Zweimal kurz hintereinander das Wasser holen. Ja, also das ist für mich die Entscheidung. Dieser klassische Doppelschlag, das muss es gewesen sein. Das ist mal wieder ein Kopfball aus dem Lehrbuch. Timing stimmt, Wucht stimmt.
So leicht darf man es dem Gegner nicht machen. Und damit haben wir einen fast perfekten Halbzeitstand. Könnte schon der Endstand sein. 3:1 heißt es nämlich. Pause ist vorbei, es ist alles in Ordnung. Der Schiedsrichter pfeift die zweite Halbzeit an. Sofort abgezogen und eins hat er doch schon. Warum jetzt nicht zwei? Hier noch nicht, Manni, aber ich glaube, da kommt noch was. Der ist gut drauf. Das nennt der Abiturient antizipieren. Er liest die Situation und schnappt sich das Spielgerät. Und diese Flanke ist was für Aubameyang. Suarez. Reus. Flanke. Die Flanke findet nicht den gewünschten Mitspieler. Und die Situation ist bereinigt. Das frühe Stören, es hat sich gelohnt. Schon im Mittelfeld sind sie wieder im Ballbesitz. Der Pass kommt an. Gut mitgespielt. Er geht im entscheidenden Moment dazwischen. Müssen Sie es aber wissen, dass der Mann gefährlich ist. Jetzt hat er schon zwei Tore gemacht. Kehl. Die Flanke kommt gut. Der Ball fliegt ins Tor aus. Klare Sache, Abstoß. Marco Reus. Gündogan. Er macht das einzig Richtige und geht entschlossen dazwischen. Das kann der Schiri normalerweise nicht durchgehen lassen. Ganz schnell ausgeführt, der Freistoß. Gut, dass er hier so entschlossen dazwischen geht. Oh, ob das Abseits war? Ich glaube, da müssen wir noch mal die Wiederholung bemühen. Marco Reus. Abseitsentscheidung korrekt. Seiner Übersicht konnte er den Ball ganz souverän abfangen. Marco Reus. Gündogan. Reus. Und jetzt hat sie die Chance. Jetzt kann der Torwart sich gleich den Ball zum Abstoß zurechtlegen. Denn der Ball war im Tor aus. Der Kampf für die Befreiung des Balles war erfolgreich. Ja, das war Abseits. Die Abseitsstatistik. Hohes Risiko, aber erfolgreich, Liverpool. Ja, absolut, aber du hast schon angesprochen, Manni, geht das einmal schief, dann fangen sie sich ein. Marco Reus. Die Möglichkeit.
Klasse geklärt, ganz toll. Das konnte doch nicht gut gehen. Solche Bälle sind ein gefundenes Fressen. Und der Ball erzappelt im Netz. So ähnlich wie beim Poker. Zwei neue sollen den Sieg bringen. Suarez. Guck mal hin! Der Linie hat er ohnehin seine Stärken. Den hat er super rausgeholt. Der Ball im Tor aus. Eckstoß für den FC Liverpool. Tor, so hätten sie es gerne. Aber jetzt hat der Gegner den Ball. Und sie sind nicht nur als Einheit stark, sondern auch die Einzelspieler machen da hinten einen ganz souveränen Eindruck. Spielt sich herrlich frei. Da hat das Timing nicht gestimmt, deswegen abseits. Zwei kam von dem Ballbesitz. Wojcikowski bewegt den Ball. Lewandowski. Ja, wie der dazwischen geht, so macht man das. Oh! Suarez. Da können sie jetzt einen Konter draus machen. Er sucht den Abschluss. Geht er rein? Jetzt hat sie es. Das Tor! Er hat den Tag. Der Tage erwischt, sein drittes Torstück. Unfassbar, wirklich, der Mann hat einen Lauf. Das ist kein Fußballspiel, das ist ein Schützenfest. Unglaublich. Das ist es. Lewandowski. Tor! Es gibt schlechte Tage und es gibt super schlechte Tage. Und es gibt Katastrophentage. Und letzteres hat unser Keeper hier. Ja, also mein lieber Scholli, was der hier abliefert, das ist für ihn natürlich eine üble Geschichte, aber tut natürlich auch der Mannschaft weh. Da sollte man tatsächlich über einen Torhüterwechsel nachdenken. Wunderbarer Treffer, das nennt man dann wohl Kopfballstärke. Gute Flankenmöglichkeit. Souverän abgewehrt. Das frühe Stören, es hat sich gelohnt. Schon im Mittelfeld sind sie wieder im Ballbesitz. Zugelegt und jetzt liegt sogar der Ausgleich in der Luft. Ja, und wir haben ein richtig enges Fußballspiel. Also hier sieht man noch mal ganz deutlich, der Torhüter dachte, der Ball geht an die Latte. Unglaublich, die Bälle fliegen reihenweise ins Netz. Kiel. Piszczek. Jawohl, abgefangen. Das haben wir durchaus schon souveräner gesehen, aber der Ball ist weg. Piszczek. Und damit steht die Mannschaft als Meister fest. Dieser frühzeitige Gewinn unterstreicht gleichzeitig ihre Klasse und ihre Dominanz in dieser Liga. Tollen, hochklassigen Fußball haben wir gesehen, liebe Zuschauer. Da stimmen Sie mir sicherlich zu. Ich bin mir sicher, auch Ihnen hat das richtig Spaß gemacht.
Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ihr Manni Breukmann.